Helmut Kassner, ein junger, sympathischer Mann aus Karlsfeld bei München. Sein Beruf ist Maschinenbauer. Er ist 29 Jahre alt und noch ledig. Seit 1968 fährt er Motorradrennen. Das Ergebnis sehen Sie hier. Viermal war er schon deutscher Meister, dreimal in der 500er und einmal in der 350 Kubikzentimeter Klasse. Unter den vielen Siegestrophäen sind die von der Isle of Man die wertvollsten für ihn. Denn wer auf dieser Strecke unter 80 gestarteten Fahrern den sechsten Platz erringen kann, so wie 1974, der gehört schon zur Weltelite. Nun ein Blick zurück, das Jahr 1974, Kassner fährt eine Werks-BMW. Das war am Salzburgring. Helmut Kassner wurde Siebter. Und jetzt 1975 im April, Kassner in Frankreich, in Le Castellet. Immer mit der Ruhe. Kassner fiel im Training aus. Im Fahrerlager wird der Schaden schnell behoben. Seine Freundin Gabi. Dann wird es ernst. Hier die Startaufstellung, Johnny Cicotto in der ersten Reihe. Dotz und Nienhoff. Hier der Argo. Und unser Dieter Braun. Und Helmut Kassner. Helmut Kassner ist auf allen Rennstrecken Europas bekannt als weiß-blauer Bayer. Und hier in Frankreich stand er in der vorletzten Startreihe. Aber er dachte sich, dafür fahre ich als erster los. Hier wurde er 13. Das ist ein guter Platz.